sprechen wir über Asien. Ich begrüße Dr. Eckhard Wieck, Asienfondsmanager. Schönen guten Morgen. Wir haben es gerade gehört, der IWF hat die Wachstumsprognose für China gesenkt auf etwa 7,8%. Aber so richtig Sorgen sollte uns das vermutlich nicht machen. Guten Morgen, Herr Groß. Die Frage können wir uns natürlich ständig immer wieder stellen und die Anleger kommen ja auch mit dem Thema. Aber ich stelle einfach mal die Frage, wer erwartet denn immer mehr? Vor anderthalb Jahren oder waren es schon fast 2 Jahre, hatte die chinesische Regierung eine Leitlinie ausgegeben. 7-8% stand damals ja schon im Raum, nachdem wir ja noch 11% vorher gesehen hatten und die dann als ungesund eingestuft wurden. Und heute stehen wir genau im Zielkorridor, würde ich sagen, ist eine richtige Punktlandung und damit eigentlich ein Erfolg der chinesischen Wirtschaftspolitik, wenn denn die Zahlen stimmen. Es wird ja immer wieder geunkt, dass möglicherweise diese Zahlen einfach nicht ganz verlässlich sind und auch die chinesische Zentralregierung gar nicht so richtig weiß, ob sie denn 100% trauen kann oder ob die nachgelagerten Stellen ihnen da irgendwas melden. Also das ist die eine Frage. Die andere ist sicherlich, wie wird es denn weitergehen? Und wir haben ja jetzt vom Staatspräsidenten im Frühjahr schon gehört, Zahlen um 7-7,5%, die China erhofft oder erwartet oder anstrebt für die nächsten 7 Jahre noch bis 2020. Ich halte das eher für ambitioniert. Wir müssen uns ja vorstellen, China ist ja heute nicht mehr der kleine entwickelnde Markt, den wir noch vor 10, 20 Jahren hatten, sondern wir haben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und das ist schon ein bisschen schwieriger, da noch nachhaltiges Wachstum zu fördern. Und das ist das Ziel, zumindest was öffentlich im Moment verlautet wird, nachhaltiges Wachstum zu fördern und 7-7,5%, das ist schon sehr ambitioniert. China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, eine Situation oder ein Land, wo man am besten keinen Handelskrieg anzettelt, oder? Ja, ich meine, wer hat Interesse und wer hat Nutzen an einem Handelskrieg? Ja, Krieg hat in der Regel immer mehrere Verlierer. Und wir haben ja die Diskussionen zwischen Europa und China momentan. Ich glaube, da haben weder die Deutschen noch die anderen Europäer tatsächlich Interesse, jetzt einen Krieg anzufangen, die Chinesen auch nicht. Und insofern sind Merkels Äußerungen da jetzt versuchen, die Wogen zu glätten, sind sicherlich vernünftig. Wenn man drastischere Maßnahmen hätte ergreifen wollen, ich denke gerade jetzt als Thema Solarbranche, hätte man das durchaus auch schon früher machen müssen. Vielleicht auch noch vor 5 Jahren oder vor 8 oder 10 Jahren generell seine Meinung oder Einstellung gegenüber China. Damals waren die Chinesen einfach auch noch nicht so stark. Heute muss man da schon auch ein bisschen vorsichtig sein, was für Auswirkungen das haben könnte, denn wir sprechen immer wieder die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und da macht man auch keine Spielchen. Also einen Krieg vom Zaun zu brechen hat keine Partei, keine Seite Interesse daran. Also der chinesische Premier Li zu Gast am Wochenende in Deutschland gewesen im Kanzleramt bei Kanzlerin Angela Merkel. Wie wurde denn in Asien über dieses Treffen berichtet? Also ich habe jetzt keinen Überblick über die gesamte Presselandschaft. Ich sage mal aber vergleichsweise wenig. Ja, es ist sicherlich gerade auch jetzt in Südostasien, wo ich jetzt mehr unterwegs bin, durchaus auch erwähnt und natürlich hervorgehoben, dass Deutschland da offenbar in Europa eine gewisse Sonderrolle spielt, weil es eben auch der einzige Ort ist, wo die chinesische Delegation sich blicken lässt und damit die Bedeutung einfach der Deutschland auch nochmal hervorhebt. Vom Grundsatz her wird das Treffen natürlich insgesamt positiv gesehen, um eben auch die Wogen zu glätten. Was hat das für eine Bedeutung, wenn Li spricht von einem Traumpaar China-Deutschland? Das ist ja ein relativ ungewohnter und ungewöhnlicher Kuschelkurs. Genau, das ist natürlich richtig. Solche, ich sage mal, emotionalen Worte, die hört man eigentlich von den Asiaten und von den Chinesen im Besonderen selten, aber bei aller Unsicherheit und Dramatik, die wir ja die letzten Jahre jetzt erlebt haben in Europa, suchen natürlich auch die Chinesen weiterhin einen stabilen Partner und da, sagen wir so, schmeichelt man sich vielleicht bei den Deutschen auch ein, die in Europa im Moment einfach eine wichtige Rolle spielen, zu Europa insgesamt einen Zutritt verschaffen können. Und die Chinesen sprechen natürlich auch am liebsten mit einem Partner und mit vielen. Und wenn schon Europa insgesamt selten eine einheitliche Stimme hat, so versucht man es jetzt möglicherweise über Deutschland, von dem man davon ausgeht, dass es eben einen sehr großen Einfluss in Europa hat. Schauen wir noch kurz auf die Märkte. Ja, wie gemischtes Bild, habe ich so den Eindruck, Nikkei kann ein bisschen Punkte, Hang Seng verliert. Woher kommt diese Uneinheitlichkeit? Ja gut, die Märkte sind einfach mal sehr unterschiedlich auch. Ja, wir haben ja Japan jetzt gerade letzte Woche in der Spitze über 15% Verluste
eingefahren. Jetzt haben wir ungefähr ein gutes Drittel davon wieder aufgeholt. Und insofern spielt Japan ohnehin eine Sonderrolle. Hongkong traditionell schon einfach mit größeren Ausschlägen ist ja einer der volatilsten Märkte in Asien. Also insofern ist das jetzt im Moment gar nichts Gravierendes. Im Moment die Stimmung heute eher abwartend, leicht positiv. Und wir gehen auch davon aus, dass das die nächsten Tage durchaus noch so weitergehen wird. Eckhard Wieck, vielen Dank fürs Interview heute Morgen. Ja, gerne, Herr Groß, nach Deutschland.